So spricht jetzt der Kollege Volkmar Vogel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der letzten Sitzungswoche debattiert die Ergebnisse fürs bezahlbare Wohnen und Bauen, des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen. Und ich denke, das war ein wichtiger Meilenstein auch in der Umsetzung unseres Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD. Und die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass ressortübergreifend auch die Ergebnisse auch in der Verantwortung jetzt durch die Behandlung im Kabinett in der Bundesregierung liegen. Das macht die Bedeutung noch mal sehr, sehr deutlich. Heute debattieren wir über zwei Anträge von den Linken und von den Grünen. Herr Kollege Vogel, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hasselmann? Vielleicht später, jetzt nicht. Über die gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit den Gemeinsamkeiten auch hier in der heutigen Debatte beginnen. Ich glaube, wir alle sind uns einig darin, dass Wohnen eine soziale Frage ist, wenn nicht vielleicht sogar die soziale Frage. Es ist wichtig, dass in unserem Land jeder die Möglichkeit hat, eine bezahlbare und auch von der Qualität her ansprechende Wohnung zu haben. Und das ist eine gemeinsame Anstrengung, die weder die Kommunen alleine leisten können, sondern es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Und ich denke, auch darin sind wir uns einig, dass das in der Vergangenheit unter der Verantwortung der Länder, gelinde gesagt, differenziert wahrgenommen worden ist. Über die Ergebnisse debattieren wir heute, streiten wir natürlich auch. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz der erheblichen Kosten, mit denen wir als Bund uns auch beteiligt haben, sind leider die Ergebnisse nicht entsprechend. Und das liegt meiner Meinung nach, und das ist auch ein Teil unserer gemeinsamen Auffassung, an der mangelnden Zweckbindung und Verwendung der Mittel. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines gefällt mir an dem Antrag der Linken und auch der Grünen nicht. Man kann es allgemein oder auf einen Punkt bringen. Sie sind der Auffassung, gemeinnütziger Sektor ist gut, alle anderen sind schlecht. Und das stimmt mitnichten. Das stimmt mitnichten. Wenn wir uns die Struktur angucken, sind zwei Drittel aller Vermieter die sogenannten Kleinvermieter und private Haushalte. Es sind ungefähr 12% private Unternehmen, 10% sind kommunale Unternehmen, 10% sind Genossenschaften. Und Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, dass 70%, wenn wir von den Kleinvermietern sprechen, dass 70% der Vermieter Miethaie sind, gegen die wir etwas tun müssten. Wenn es so wäre, dann wäre der soziale Frieden in unserem Land schon lange gestört und würde nicht mehr funktionieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich in Ihrem Antrag auch vermisse, ist zumindest eine Anerkennung für die Leistung der gesamten Wohnungswirtschaft in der Vergangenheit. Auch wenn es denen nicht hilft, die Probleme haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden, dann ist es doch im Großen und Ganzen, können wir hier in unserem Land nicht von Wohnungsnot im Allgemeinen sprechen, sondern tatsächlich nur von Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten, in den Universitätsstädten, in bestimmten Hotspots. Daran müssen wir arbeiten, dafür müssen wir gemeinsam etwas tun. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen bringen uns dazu auf den richtigen Weg, und wir werden den weitergehen. Und unserer Auffassung nach ist es wichtig, dass die von mir geschilderten Strukturen gestärkt werden müssen, weil das heißt Krisenfestigkeit, das heißt Stabilität, auch bei geänderten Marktsituationen und bei Problemen, die in dem Bereich Demografie oder anderen Teilen liegen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sylvia Jorissen hat es bereits angedeutet, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Wohneigentumsquote sich erhöht. Jeder, der ein eigenes Haus zieht, jeder, der eine eigene Eigentumswohnung bezieht, macht Platz frei für eine Mietwohnung und trägt bei damit zur Entspannung des Wohnungsmarktes. Und in diesem Bereich, muss ich sagen, sind unsere Anstrengungen noch nicht ausreichend. Wir müssen sie an der Stelle noch weiter vertiefen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine intensive Diskussion geführt im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen. Und wenn wir den Antrag insbesondere der Linken lesen, dann kann ich nur warnen und vor allen Dingen die Kollegen der Grünen dringend darum bitten, hier vielleicht nicht nur das negative Beispiel von der neuen Heimat hier ins Feld zu ziehen. Ich glaube, das war noch beherrschbar.
Das war noch abzufedern in einem ansonsten stabilen Wohnungsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die jetzt vorgeschlagene staatliche Wohnungswirtschaft, vor allen Dingen aus dem Antrag der Linken, da sollten wir aus der Vergangenheit lernen, denn schauen wir uns den Wohnungsmarkt der ehemaligen DDR an. Er war geprägt von staatlich willkürlicher Wohnungspolitik. Die Innenstädte waren verfallen. Es fehlte bis zum Schluss an Wohnraum und es fehlte vor allen Dingen auch an vernünftigen Wohnraum. Und letztendlich muss man eines sagen, es war auch ein Beitrag dazu, dass diese DDR untergegangen ist. Die Situation, der bauliche Zustand der Gebäude war so schlecht, die Leute sind vom dritten Stock in den zweiten Stock gezogen, weil es durchs Dach regnete. Dann sind sie ins Erdgeschoss gezogen. Und als auch das nicht mehr ging, dann sind sie auf die Straße gegangen und haben berechtigt gesagt, wir sind das Volk. Und deswegen nochmal die eindringliche Warnung auch und die Bitte an die Kollegen von den Grünen, diesen Weg nicht mitzugehen, sondern den Weg weiterzugehen, den wir gemeinsam gehen wollen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, sind Investitionen. Investitionen in Neubau und in den Bestand. Deswegen ist es ein richtiger Weg, hier steuerliche Anreize zu geben. Wir wissen auch, dass steuerliche Anreize nicht jedem helfen, sondern, das möchte ich noch mal an der Stelle betonen, und das fehlt auch in Ihrem Antrag, wir müssen mehr tun für die kleinen Leute, die jeden Tag auf Arbeit gehen, die wenig Möglichkeiten haben, aber trotzdem etwas auf die Seite legen wollen und ihren eigenen Traum auch vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung verwirklichen wollen. Deswegen ist es wichtig und geboten, dass wir die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmersparzulage erhöhen, dass wir da Veränderungen herbeiführen, damit die Menschen das notwendige Eigenkapital hier diesbezüglich auch ansparen können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist richtig, dass wir kontinuierlich den Weg gehen, was die Städtebauförderung angeht. Wir haben sie erhöht auf rund und eckig 800 Millionen. Wir haben die Kompensationsmittel für den sozialen Wohnungsbau der Länder erhöht um das Doppelte. Man muss sich natürlich die Frage stellen, fließen diese Gelder auch ab? In der Vergangenheit sind sie nicht abgeflossen, was ein Grund dafür ist, dass wir jetzt in bestimmten Gebieten in der Situation sind, dass es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie sind ja selber auch in Verantwortung, zum Beispiel in Thüringen. Da kann es nicht sein, dass es 2 Jahre gedauert hat, bis die notwendigen Wohnungsraumförderprogramme angepasst worden sind. Das ist erst in den letzten Wochen geschehen. Und ich halte es auch nicht für richtig, dass der Fonds, der unter dem vorherigen Minister angespart worden ist, jetzt im allgemeinen Haushalt aufgelöst wird und nicht mehr zweckgebunden für die Wohnraumförderung zur Verfügung steht. So viel zum Thema Zweckbindung. So viel Ehrlichkeit muss auch sein. Hier müssen wir intervenieren. Das darf am Ende des Tages nicht so weitergehen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir auf der einen Seite mit finanziellen Mitteln unterstützen, dann kommt es auf der anderen Seite natürlich auch darauf an, Bauen muss preiswert bleiben. Bauen muss preiswert bleiben, zum einen durch Fördermittel und zum anderen, dass wir dafür sorgen, die Standards und die Vorschriften nicht weiter nach oben zu schrauben, sondern dafür sorgen, dass das Bauen tatsächlich preiswert wird. Weil man kann es auf den Punkt bringen, derjenige, der in der Lage ist, preiswert zu bauen, der kann auch preiswert vermieten, wenn die Marktbedingungen dazu passen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend von meiner Seite, es ist richtig und wichtig, dass wir die bewährten Strukturen in Deutschland, die krisenfest sind, erhalten, sie unterstützen, sie mit entsprechenden Fördermitteln auch weiterentwickeln und des Weiteren natürlich dafür sorgen, dass in den Regionen, in den Gebieten, in denen tatsächlich ein Mangel besteht an bezahlbarem Wohnraum, dort Abhilfe zu schaffen und damit auch den sozialen Frieden insgesamt in unserem Land erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Zwischenfrage. Danke auch, Herr Kollege Vogel. Nächste Rednerin ist